Wir arbeiten immer dran. Und wir haben da, wo es jetzt mal kurzfristig zwei, dreimal schief ging und es hat verschiedene Gründe, genauso gearbeitet wie die ganze Zeit vorher, wo wir es ganz oft sehr gut gemacht haben, kann man glaube ich sogar sagen, mit den Standards. Sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Natürlich waren wir dort in der zweiten Liga. In der zweiten Liga sind sie auch gut bei Standards, aber sie sind nicht so gut wie in der Bundesliga. Das ist nochmal was ganz anderes. Qualität der Bälle, die reinfliegen, Qualität der Kopfballspieler. So. Und genau so machen wir es weiter, weil wir eine gewisse Zeit zur Verfügung haben im Training oder uns zur Verfügung stellen. Und der Teil, wo wir Standards bearbeiten, ist zeitlich sehr ordentlich bemessen. Gut, wenn man davon ausgeht, dass es gibt halt 110, 130 Standardszenen im Spiel. Einwurf, aber ja, man denkt, wenn man fragt, wir haben gefragt in der Runde, dann kriegst du als Antwort von Leuten, die Fußball spielen und Experten sagen 40, 45, 110 bis 130 in viele Spiele. Einwurf, alles eingerechnet. In viele Spiele. Es gibt auch mal ein Spiel, wo es weniger geht, wenn der Schiedsrichter weniger pfeift, mehr laufen lässt und so. Oder, aber in viele Spiele. Da sieht man ja schon, was das ausmacht vom Fußballspiel in der Zwischenzeit. Und da ja die Standards genutzt werden für den Gegner, Einwürfe, Eckbälle, alles, um strategisch einen Vorteil zu erlangen, tun wir das natürlich auch. Und deshalb muss ich dem Zeit einräumen. Natürlich ist es nicht so, dass wir jetzt sagen wir mal, noch 35% der Tore werden geschossen durch Standards. Wenn du dann nochmal zwei Pässe dazu nimmst, also Einwurf, Pass, Pass oder drei, je nachdem, wie du es bemessen willst. Nach dem Einwurf drei Pässe und es gibt ein Tor. Dann bist du nicht mehr bei 35%, dann bist du bei 43, 44, 45%. Es ist nicht so, dass wir die Hälfte der Zeit Standards üben. Das machen wir nicht. Vielleicht werden wir irgendwann das auch noch machen. Oder noch mehr. Aber wir machen es in erheblichem Maße und all die Sachen, wo ich jetzt angesprochen habe, üben wir auch. Und wir haben eine Strategie selbstverständlich in all den Abläufen. Aber es gibt halt auch mal Spiele, wo dann halt das Gegner es besser macht und du eine gewisse Problematik hast. Jetzt haben wir ein Tor geschossen. Am Standard in Leverkusen. Jetzt waren wir gefährlich wieder. Der Janik macht ein Tor. Und Leverkusen hat jetzt kein Tor gemacht. Einen Elfmeter kriegt und hat keins gemacht. Aber wir üben da immer dran. Immer. Egal, ob es gerade gut läuft oder ob es nicht gut läuft.